und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider. Ja, das ist schaffen. Auf Feuer. Ja. Ist. Wie hat die den Sturz eigentlich überlebt? Seid es unmöglich. Nein. So. Eine Nachricht auch für die Zuschauer. Mein Freund, der Dreamflex, der macht jetzt, er gesagt, er macht jetzt auch wieder Let's Plays. Mittlerweile heißt dieses Game, Mirror's Edge macht er im Moment. Ja, also er sagt, ja, das Spiel ist eigentlich ganz geil, aber es reizt ihn. Das weiß ich, glaube nicht, dass er das noch lange macht. Aber wer weiß, vielleicht überrascht er mich auch. Mal sehen, was er als nächstes macht. Das weiß ich nicht. Und es wird vielleicht bald wieder ein Spiel von uns beiden rauskommen, dass er jetzt nicht mit jedem Tag oder so kommt. Also vielleicht alle zwei oder drei Tage, je nachdem. Weil wir haben ja auch viel Zeit. Wow. Da können wir noch nicht rein. Das ärgert mich ein bisschen. Es geht noch ein bisschen. Ah, halt fest. Noch nicht drin. Oh, scheiße. Moment, ich muss mal kurz... Kleinen Moment. Fuck it. Fuck it, fuck it, fuck it, fuck it. So, das Spiel ist jetzt definitiv leiser. Ich habe nämlich gerade gemerkt, dass ich definitiv zu laut bin. Das Spiel zu... Lauf, 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 lauf! Spring! Boah. Oh. Ja, dass das Spiel definitiv zu laut war, tut mir leid. Ich hoffe, ihr habt die letzte Folge und eben auch noch so ein bisschen was mitbekommen. Ja, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich will versuchen, ein Notsignal von einem alten Funkturm da oben zu senden. Irgendwelche Tipps? Du musst die Kommunikationskonsole finden. Müsste aussehen wie eine alte Telefonvermittlung. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Gut, gut. So, ich guck nochmal hier. Da müssen wir hin und da ist noch irgendwas. Da kann man hier so lang laufen. Mal schauen. Da unten ist doch was. Sein. Schnauze. Nein. Oh. Krasser Shit. Sag mal. So, ich kann hier bei dem Spiel nicht schießen. Tut mir leid. Das gibt's nicht. Mann! Drecksack. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, da lang. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ich auch nicht. Ach, gut. Es ist bestimmt ein mechanisches, kein elektrisches Problem. Jetzt, Alex! Da
das könnte ein elektrisches Problem sein. Meinst du? Oh, hallo. Hey, wer ist denn die Kleine ja, hier? Ja, sie ist süß, hä? Ja, das ist Alicia, meine Tochter. Oh. 14 Jahre alt. Und klüger, als du je sein wirst. Sie kommt dann wohl ganz nach ihrem Vater. Das wäre zu viel der Ehre. Und das da... Ich sehe mir das mal an. Ist wahrscheinlich elektrisch. Nach dem Vater. Ich saß also am Loch, wie so oft, zum Nachtangeln. Hey, Graham. Zeit, die Schotten dicht zu machen. Ah ja, ich komme. Also, ich saß am Loch. Da springt mich plötzlich dieses Ding an. Es kam direkt aus dem Wasser. Also gab ich ihm eine Kopfnuss. In 9 von 10 Fällen ist die Sache dann erledigt. Eine Woche lang konnte ich nicht mehr schlafen. Und ich trinke seitdem nicht mehr. Wir sehen uns beim Essen. Gut. Okay, für die Zwischenschnitte. Danke. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 3 und Action. Okay, dann pack ihn schön fest und schneid ihm den Bauch entlang. Genau so. Ja, ungefähr. Oh Gott, Cut, Cut, Cut! Cut. Kommt er gleich wieder? Ich gehe ihn holen. Archäologe. Ein weltberühmter Archäologe. Ein Entdecker. Der weltberühmte Archäologe so Dr. James Whitman. Ich kann auch so einen nicht einfach rausnehmen. Es ist nur ein Fisch, okay? Sie schaffen nur das. Ein Fisch. Dieses verdammte Reality-TV-Business. Ich möchte den Menschen Kultur nahebringen, Sam, und kein Essen. Nichts für ungut. Die Zuschauer wollen Inhalte, Dr. Whitman. Sie wissen das. Bis wir das Königreich gefunden haben, brauchen wir Aufnahmen wie diese. Kommen Sie, noch einmal von vorn, okay? Sie werden dann bestimmt aussehen wie ein Profi, wenn es fertig ist. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 4, Action. Okay, pack ihn richtig fest und schneid ihm den Bauch lang. Ich kenne die Karten so gut, ich sehe sie selbst mit geschlossenen Augen. Aber was, wenn Yamatai doch nicht im Drachendreieck liegt und... Das hast du bei einer Ausgrabung deines Vaters gefunden. Du kamst an, um es mir zu zeigen, in deinem Pinguin-Pyjama. Ich war 5 Jahre alt. Das war mein erster Fund. Ja. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Das hat mein Vater auch gesagt. Er hat immer auf seinen Instinkt gehört. Was auch geschah. Er wäre sehr stolz auf dich, Lara. Grafikfehler. Wir nähern uns dem Sturm. Naja, was auch kommt. Wir stehen es durch. Okay, Lara. Reiß dich zusammen. Alle ziehen auf. Ah, 2 Fähigkeitspunkte. Eieiei, was machen wir denn da? Schmerztoleranz. Halten Sie im Kampf mehr aus? Boah, tut mir leid, das muss ich. Bitte. Nein. Mist. So, was haben wir hier noch? Lebenskunst, da haben sie zusätzlich gelungen beim Plündern von Tierkadavern. Lebensmitteln. Die suchen sie Kisten und drin sorgfältig und zusätzlich Bergungsgut erhalten. Das hört sich ganz gut an. Oh Mann. Was? Knochensammler. Plündern sie Tierkadaver sorgfältig, erhalten sie zusätzliches Bergungsgut. Pfeile wiederverwenden. Nimm mit. Und dann gehe ich mal zurück und mache nochmal hier. So, nimm mit. Passt.
So, dann suchen wir nochmal hier ein bisschen, ob wir noch was finden, wie zum Beispiel Munition. Ja, das nehmen wir auch mal mit. Ah. Geocaches. Gut. Hey, hey, hey. Da haben wir... Noch einer? Ja. Der röstet sich da irgendwas. Jetzt nicht mehr. Das hätte ich eigentlich auch machen können. Aber dann wären die mehr... Ich glaube, dann wären die mehr auf mich aufmerksam geworden. So, mit... Sonst noch was. Ich finde manchmal die Blitze, die finde ich ganz geil. Die Schatten. Weil die Lichteffekte. Ganz genau gucken. Nichts übersehen. Na komm, nimm mit. Nicht. Na gut. Uiui. Lara, unsere Killerin. Sieht mir sehr nach einem alten Gefängnis irgendwie aus. Na, da war das Licht. Ah, Mist! Helft mir mal! Oh, oh. Was haben wir da? Diese Münze fand ihren Weg nach Japan vermutlich irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts. Sieht für mich einfach wie eine Münze aus. Fertig. Mit dem Loch. Hm. Okay. So, haben wir da sonst noch was? Nein. Scheiße. Ah, ich muss die Folge beenden. Ja gut, ich hoffe, da passiert jetzt nichts. Ich beende mal da kurz die Folge und dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss. So, hallo nochmal und ja, danke, dass du dir das Video angeguckt hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Kritik und so weiter immer erwünscht. Jetzt hast du folgende Möglichkeiten. Du kannst klick auf YouTube und du kommst auf meinen YouTube-Channel, um dir weitere Videos anzugucken. Oder auf Twitter, dann kommst du halt auf meine Twitter-Seite. Na, und das gleiche auch mit Facebook. Ja, auf Twitter wird auch noch jeden Tag eine Folge veröffentlicht. Also es wird eine Meldung geben. Das Video ist jetzt online und wenn du bei Twitter zufällig bist, kannst du auf Follow klicken und dann verpasst du auch kein einziges Video, wenn ich welche hochlade.
Oder halt ein Abo bei YouTube, dann verpasst ihr natürlich auch nichts. Und bei Facebook, Facebook ist zum größten Teil da, um einfach nur zu sagen, ja, hier sind wichtige Infos oder sowas, ne? Ja, und halt rechts unten, Profit, so heiße ich, nicht verwechseln, ne? Also dann, wir sehen uns beim nächsten Video oder was auch immer.